ja verschwinden hier die Mineralien, auch an der Natural Expansion wird es danach nicht mehr lange rosig aussehen. Aber jetzt hier der Go von den Terraner. Wie gesagt, erneut hier die Bailing Drops drin, ne? Und da muss er aufpassen, er hat eine gute Tank-Position ist hier gerade. Spielt gerade einen soliden Terran hier durch. Und da kommt erneut jetzt der Go und schafft er jetzt hier, um die Bailing Rains kommen runter auf den Terraner und können hier gut die Tanks kaputt machen. Sehr, sehr schön hier. Und da muss er jetzt einfach aufpassen. Da kommen die ersten Vikings-Spiele. Sehr interessant hier. Sind dabei, auf die letzten Overlords rauszusnipen. Aber die haben auf jeden Fall einen guten Job. Auch hat eine gute Tour noch dabei. Und hier unten sind die ersten Marines. Droppen hier rein. Und jetzt wird auf jeden Fall auch Gentry sehen. Okay, scheiße. Er hat die Goldechse. Und frag nicht, wie lange schon. Und die Queen sollte es schaffen. Aber hier sind 8 Marines dabei. Da schafft auch keine Queen mehr. Da muss er aufpassen, Queen geht down und bisher, da kommen sofort Roaches, um das zu klären. Hier vorne wartet der weitere Overlord-Drop mit Banelingen auf dem Biobild des Terraners, denn das hat sich in der Expansion hier auch fertiggestellt. Also jetzt hier, oh, Mistklick von mir. Jetzt hier wird zwar die Eco-Line aufgeräumt, kann sich aber noch retten und 4 einzelne Marines, 3 Marines können sich gerade noch retten. Und der Zerg, wie gesagt, gut dabei. Income Tap kann man ganz klar sehen. Ist ja gut dabei. Hat aber jetzt gerade auch gut an Harvester verloren. Also er war ja bei 49 bereits. Und gibt nicht auf. Geht erneut rein. Geht erneut rein in die Eco-Line. Es macht erneut Druck hier. Und die Zerglinge versuchen sich auch jetzt hier den einzelnen zu killen. Da kommen die Drones zu der Line. Ein Marine wurde gerettet, hat aber auch schon schwer hier gelitten. Die Rote ist wieder dabei, wieder mal zu spät, eine Borrow Upgrade gerade jetzt Auftrag plus den Spire, dazu geht gerade jetzt der Terraner auf das erste Panzerungs Upgrade, was er unbedingt braucht. Und jetzt hier kommt nochmal der Shortcut ins Spiel und zwar das bei Scrap Station, ganz interessant, er hat einfach diesen kurze Rush Distance zwischen beiden Bases und kann es hier ohne Probleme auch engagen und das muss er auch tun, er muss unbedingt schnell jetzt hier aggressiv werden, um den Gegner unter Druck setzen und das will er jetzt auch tun, er wird jetzt tun, währenddessen der Zerg hier auf 1-1 für die Roaches im Auftrag. Jetzt bin ich gespannt. Die Baneling Drops sind noch in Auftrag. Neue Banelinge sind nicht mehr nötig. Aber er hat, wie gesagt, gut Banelinge gerade in Auftrag gegeben. Lädt hier neue Eier. Und da kommt jetzt hier der Go mit den einzelnen Helien rein. Sehr, sehr schön. Hier unten chillen noch ein paar Zerglinge und ein Roach. Aber wie gesagt, wird erstmal der Terra hier zurückgeschlagen. Und da kommt der Go auf den Tank. Er schafft den Tank auch noch. Und die Baneling Drops sind dabei. Und da zieht sich gerade Jenny zurück. Jetzt hier auf jeden Fall gezwungen, erstmal in den Rückzug zu gehen. Und da Random Guy bisher nicht in der Lage, den Sack zuzumachen, erneut hier der Go. Die Factory wird gleich auf Feuer fangen, das ist gerade der Fall. Und da macht er den Bust auf und hat jetzt... Oh, die Banelinge machen noch so viel Schaden. Wahnsinn hier gerade. Und hat auf jeden Fall gerade den kompletten Wall of Fact gemacht und ist dabei, mal sich zurückzuziehen. Die Overlords werden ja auch gerade rausgekickt. Random Guy verliert jetzt gerade hart an Supply. Und ist auf jeden Fall gerade sehr übel Supply. Block braucht mehr als 3 Overlords. Und die Medivac werden sich echt gerade dumm und dusselig heilen. Einfach mal keine Chance gerade für sie. Und hier oben sind gerade einzelne Roaches im Auftrag. Die Queen auch jetzt quer über die Karte am Stratzen. Das Command Center ist ready und er will es hier landen. Also er will jetzt nicht hier auf diese Silent Expansion. Er will auch wirklich auf diese Expansion gehen. Er braucht diese Echse. Er will diese Echse haben. Und hier oben ist der Zerg dabei. Er hat natürlich ein Problem. Der Zerg hat immer 2 Fronten, wo er aufpassen muss. Er muss hier vorne aufpassen. Wo kommt der Terraner? Er muss hier aufpassen, was passiert. Und er hat, wie gesagt, keine Ahnung, dass die Expansion noch kommt. Er hat doch, er hat eine Ahnung. Also der Watchtower hat auf jeden Fall hier eine sehr gute Sichtweite. Da kommt sofort der erste Zerg an und wir versuchen jetzt hier die Kommando der Platz zu machen. Aber erneut hier der Go. Random Guy wieder bald zu Flyblock. Da macht er den Go. Wieder neue Bailing Drops dabei. Jetzt hier auch die Medivac retten den Biobill gerade. Und Road Zergling bahnt sich den Weg über die Abkürzung, aber die Tanks machen viel Schaden gerade jetzt. Sehr schön, der letzte Tank geht auch noch down. Und erneut ist wieder dasselbe Spiel. Random Guy schafft es hier, den Terraner zurückzuschlagen. Hat 40 Supply knapp Vorteil und schafft es nicht, den Terraner fertig zu machen. Er hätte jetzt hier ohne Probleme den Go machen können auf die Natural Expansion. Aber er macht was anderes und zwar auch was sehr Wichtiges. Und zwar schafft er es hier, den Terraner von der Base abzuhalten. Und der Spire ist fertig und gerade jetzt kommt es, ich wollte es gerade sagen, warum baut er denn keine Mutterlisten? Combat Shield jetzt endlich in Auftrag für die Marines.
Und wie gesagt, der Zerg hier droppt, blockt sogar noch die Expansion hier vorne, ist auch nochmal ein Overlord in Position, falls der Terraner sich entscheiden sollte, hier die Expansion zu nehmen. Erneut der Supply Block, aber auch für Random Guy. Und die Viking hier macht einen guten Job, hat bereits 9 Kills. Und das ist ganz schön hart für eine Viking ohne Mist. Also die Dinger schafft ohne Ende jetzt hier auch die Overlords rauszusnipen. Und ich muss sagen, Random Guy macht das gut bei den Overlords, macht die Sache mal die Creep aber umso schlechter. Und macht es umso schlechter, dass er den Terraner nicht wirklich jetzt hier das Spiel beenden kann. Er weiß genau, der Terra ist auf 2-Base. Er weiß es ganz genau. Er hat die Base im Blick, und hier hinten wird der Terra sich nicht reingesneakt haben. Und das heißt natürlich auch, er muss den Terraner nur noch im Grunde ausbluten lassen. Und das macht er aber einfach gerade nicht. Er schafft es nicht, er macht nicht den Go, er geht nicht genug rein, um jetzt hier wirklich den Terraner mehr Schaden zuzufügen. Und jetzt kann der Terraner erneut hier versuchen zu droppen. Aber der Overlord natürlich ganz, ganz klasse. Und das heißt, selbst wenn er jetzt hier getötet wird, der Overlord, hat er keine Chance wegen dem ganzen Creep, das dauert ewig eine Weile, bis der weg ist. Und hier oben gerade ein einzelner, ich weiß nicht, was es war, ich glaube, es war ein Mutalist. Ja, es könnte ein Mutalist gewesen sein. Aber trotzdem, wie gesagt, gute Position. Das Command Center verzieht sich auch langsam. Und wie gesagt, Genty dabei, langsam aber sicher den Boden zu gewinnen, hat hier eine harte Tank-Kombo mit den Marines am Start. Und ist eben auch dieser Typ, jetzt der typische Terraner, der jetzt wirklich ganz klassisch auf die Tanks, auf die Marines geht. Und da kommt, wie gesagt, auch das Command Center jetzt gerade hier zurück. Wir haben hier Random Guy erneut mit den Banning Drops und das ist sehr interessant. Und jetzt versucht er gerade hier zu scannen, der Genty, und versucht rauszufinden, ob hier irgendwas noch am Start ist. Und wie gesagt, langsam aber sicher läuft auch hier das Supply von dem Zerg voll. Erneut jetzt hier auf jeden Fall der Vorteil von ihm. Und wir haben gerade Supply Block für Genty in Auftrag. Und da ist die Viking immer noch am Start. Ist aber gerade nicht dabei. Und ich hätte an der Stelle von Genty auf jeden Fall schon mal die Viking rübergeschickt und hier auf jeden Fall den Overlord platt gemacht. Weil da hätte ich auf jeden Fall die Expansion schon mal freigekommen. Jetzt erst. Wir haben 28 Minuten im Spiel, kommt das erste Schadensupgrade, weil das ist ja so schon die ganze Zeit auf 1-1, ist aber auch nicht auf 2-2 gegangen. Also er verpennt es auch ein bisschen, hätte auf jeden Fall die Minerals und auch das Gas hier ohne Probleme auf 2-2 zu gehen, aber er macht es einfach gerade nicht und will erstmal ganz ruhig chillen. Terra bringt sich in seine Position und genau das ist der falsche Punkt. Wenn der Terra erstmal in Position ist, schafft man es kaum noch, ihn da rauszukriegen. Random Guy erneut Supply blockt jetzt hier, hat insgesamt noch 17, 18 Supply mehr als der Kontrahent. Und da will der jetzt der Goat hier reinkommen. Und wo sind jetzt die Banning Drops? Jetzt braucht er sie. Und da kommen sie rein. Und droppen übel gerade den Supply weg. Meine Fresse, war das so hart drauf. Und jetzt müssen die Roaches engagen. Er muss reinkommen. Und das macht er auch gerade jetzt. Aber ich frage mich, warum hat er keine Gräber klauen? Er könnte Gräber klauen erforschen. Er hat, wie gesagt, das Supply auch dafür. Und könnte ohne Probleme die Tanks hier so halb umgehen. Aber er macht es nicht. Das ist ein Wasted hier. Ganz viele Roaches. Und erneut nicht der Finishing Move hier gegen den Terraner und der kann sich wieder durchretten. 20 Supply Vorteil jetzt hier für Random Guy erneut. Und wie gesagt, immer noch 2 Base und er hat nur noch diese Patches hier. Main Base ist wie gesagt jetzt hier so gut wie leer. Ein Patch mit 200 Minerals noch. Und gerade jetzt hier hat er ganz schön hart engaged. Hier viele Roaches am Start, die sie eingraben. Aber er braucht auf jeden Fall auch das hier. Weitere Baneling und Roaches sind dabei. Erneut ist hier der Terra Push und er ist gut dabei. Die Banelinge brauchen noch etwas länger und ich bin nicht gespannt, ob das funktioniert jetzt hier. Und wartet der Terra ab auf den Grund. Da kommt jetzt wieder Go rein und die Tanks, sehr schön ist hier mal rausgesniped. Ein Tank fällt, der zweite unter Beschuss, der könnte gleich kommen. Die Bandlinge sind dabei drinne. Und die Roaches, was machen die Roaches? Meine Fresse, was machen denn die Roaches hier? So fail gerade. Kassieren jetzt zwei, drei Schüsse auf jeden Fall noch ohne Ende von den Tanks. Und damit vollkommen unnütz hier. Und gerade jetzt, das war der größte Fail von Random Guy. Der Mistblick hier, er droppt unter den Terraner und also kann der Terraner jetzt hier ohne Probleme reingehen. Aber die Banelinge versuchen nochmal was rauszureißen, aber keine Chance hier, keine Banelinge mehr drin. Und damit ist der Terraner erstmal auf gutem Wege hier und mit letzter Kraft schafft er hier oben die alte Expansion gerade noch nehmen können. Und da kommt der Terraner gerade rein. Meine Fresse, Random Guy, so ein Epic Fail, das habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Du bist ja fast so schlimm wie Boji. Schlecht bist du nicht, aber du bist so schlimm wie Boji. Der ist nicht geschafft, den Storm aus dem Spiel zu nehmen. Und da ist er, wie gesagt, jetzt auch ganz hart Supply Block. 16 Linge auf dem Weg, die Tanks in Position. Man kann doch schon mal sagen, Sayonara, Main Base, da muss auf jeden Fall ordentlich nachbauen. Ist sofort auf Baylist dann nachbauen und sollte auch gleich mit dem Spawning Pool anfangen.
Hier kommen wieder weitere Reinforcements für den Terraner und er hat nichts mehr. Meine Fresse, du warst so kurz davor. Er will eine Base Trade machen, aber er hat ja nichts. Hier vorne sind die Mules dabei an der Expansion, aber die ist auch gescoutet hier von dem Spieler Random Guy. Er könnte ohne Probleme den Drop machen mit dem Zergling und die könnten hier das Ding aufräumen. Und da geht die Leer down. Meine Güte, was geht denn gerade hier ab für ein Mist? Wie gesagt, richtig krass hier. Genty ist dabei, wirklich gerade hier ein großes Comeback zu feiern und schafft es hier wirklich alles gegen kaputt zu machen. Sehr, sehr krass hier. Bailing Nest ist fertig und da kommen wir gerade weitere Reinforcements und die Roaches hier haben zwar ihren Spaß, aber können nichts machen. Auch kein Funkelfeier jetzt hier von ihm. Und er zieht sich jetzt hier zurück. Auch jetzt der keiner, wieder kein Job hier auf die Expansion und das ist ganz übel. Die Tanks sind in Position. Er kann jetzt hier wieder reingehen. Und 14 Banelinge in Auftrag. 14 Banelinge. Wo werden die gerade gebaut? Wo sind meine Banelinge? Dort werden sie reingeworfen. Und da sind noch einige Roaches dabei. Und hier vorne der Terraner ist dabei, wirklich sich jetzt hier zum finalen Schachzug zusammenzustellen. Er hat insgesamt 19 Supply, also 18 Supply gerade jetzt Vorteil. Und das wird langsam richtig eng für ihn. Kann er das jetzt hier schaffen? Income-technisch sieht man gerade, ist er auf jeden Fall viel, viel besser dran. Hatte ich heute komplett leer gemeint. Und das ist übel, da guckt mal, Judith Lost, da sieht man auch, der Söcker viel mehr verloren als der Konrad, 8000 mehr Minerals gerade verloren. Und da lässt er gerade jetzt hier die Reihe auf. Und wo sind jetzt die Banelinge? Es war so einfach, er hätte so reinlaufen können. Und er zieht die Roaches alle raus, so übel. Random Guy hat es nicht geschafft jetzt hier. Und jetzt zieht er mit Micro die gut zurück. Perfekt ist hier gemacht. Und er zieht auch die Overlords raus, weil er inzwischen weiß, nach dem 15. Mal, dass Random Guy jetzt hier Baneling Drops macht. Und er sagt jetzt hier Smiley und ich muss sagen, Random Guy, du hattest das Spiel. Es war so gut für dich und du hast es leider verloren. Und Genty hat sehr gut hier durchgehalten, war aber auch sehr, sehr lucky am Ende. Muss man einfach so sagen, knappes Spiel, aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich verabschiede mich von euch. Bis dahin, gehabt euch wohl.